Hier sind die 25 lustigsten Staredowns im Sport. Sean O'Connell wird meistens dabei gesehen, wie er seinen Gegner lustige Streiche spielt. Vor seinem Blickduell mit Steve Bosse hat er lässig Seifenblasen geblasen. Manny Pacquiao mag keine intensiven Blickduelle, weshalb er sein Lachen während dieser Szene nicht kontrollieren kann. Mehr als einmal sieht man ihn über das Gesicht von Joshua Clotty lachen, was die Szene in eine lustige Situation verwandelt. Fabricio Werdum sah aus, als wolle er Alexander Volkov bedrohen, als er einen Stahlstuhl nahm und sich in Pose stellte, als wolle er ihn schlagen. Anderson Silva und Chris Weidman pressten bei einem Staredown ihre Gesichter aneinander, was zwar bedrohlich wirken sollte, den Zuschauern aber komisch vorkam. Marcos Perez erschien zum Wiegen und trug ein Joker-Make-up. Es war eine völlig einzigartige Art und Weise, zu einem Staredown zu erscheinen, aber sein Auftritt machte alles sehr komisch. Noch nie sah ein UFC-Blickduell so harmlos aus, wie als Paige VanZant und Michelle Waterson 2016 bei der UFC auf Fox aufeinandertrafen. Der Staredown wurde zu einem Dance-Off zwischen diesen beiden Kämpferinnen, der die große Sportlichkeit der beiden zeigte. That's when she is in her element. She has to do that in order to beat the crowd. I would not want to go up on the stage and dance against my opponent. Paige went on dancing with the stars. Eve Edwards ist beliebt, weil er beim Wiegen Snacks mitbringt und diese manchmal seinen Gegnern anbietet. Häufig sieht man ihn beim Wiegen mit einer Tüte Chips oder einem Lolli im Mund. Pat Barry ist 1,80 groß, während Steven Struve satte 2,10 Meter misst. Beim Wiegen, als Barry von der Waage herunterkam, machte der Höhenunterschied den Moment albern und urkomisch. John Johnson und Anthony Johnson beschlossen, Dana White einen Streich zu spielen, indem sie für einen kurzen Moment einen Kampf begannen, nur um ihn aufzubringen und dann über ihn lachten, um die Spannung beim Händeschütteln zu lösen. Bis heute ein unvergesslicher Staredown-Moment. John Dodson war beim Wiegen gegen John Lineker für einen Spaß zu haben. Er tauchte mit halb heruntergelassener Hose auf und stieg überraschend gut die Treppe hinauf. Beim Treppenabgang posierte er komödiantisch für den Fototermin und auch Lineker machte mit, was die Situation noch lustiger machte. Dodson! Es war Ryan Jimmos und Sean O'Connells Staredown-Moment und beide standen sich gegenüber, als sie beschlossen, mit ihren Energy-Drinks anzustoßen. Bei der UFC 202 hatte der Debütant Mike Perry ein witziges Blickduell mit Hyung-Gyu. Als Hyung-Gyu Lim auf Mike Perry zukam, um ihm die Hand zu schütteln, zog Perry seine Hand weg, geriet in eine Kampfposition und schrie das hier. Man
Melvin Manhoef war viel kleiner als Remy Bonjasky und war natürlich nicht in der Lage, ihm beim Staredown richtig in die Augen zu sehen. Er improvisierte, indem er einen Stuhl aus der Nähe zog und sich darauf stellte, um die gleiche Höhe wie sein Gegner zu erreichen. Tom Lawlor war bereit, mit einer Schokomaster-Maske zum Wiegen zu erscheinen, doch die Dinge verliefen nicht nach Plan und gerade als er eintrat, geschah dies. Um die Sache noch lustiger zu machen, setzte er die Maske ungeschickterweise wieder auf, um sie wenige Sekunden später wieder abzunehmen. Manny Pacquiao wurde in ein urkomisches Weigh-In gegen Brandon Rios verwickelt, als er für den Fototermin versehentlich in die entgegengesetzte Richtung blickte. Tyson Fury und Zephyr Safari hatten eine ziemlich komische Begegnung. Der Unterschied zwischen den beiden war die Größe, sodass Tyson seinen Gegner als gute Geste in die Arme nahm und die Begegnung damit sehr denkwürdig machte. Terutu Ishihara ist in der MMA-Welt für seinen Sinn für Humor bekannt. Abgesehen von seinen kämpferischen Fähigkeiten kann dieser Moment bei einem Wiegen als einer der lustigsten in seiner Karriere angesehen werden. Während einer Begegnung zwischen zwei weiblichen MMA-Kämpferinnen versuchte eine von ihnen die andere zu küssen, da ihre Gesichter so nah beieinander liegen, dass man sie leicht mit einer Szene aus einem romantischen Film verwechseln könnte. Nach dem Wiegen ging Ian Kutebala ruhig auf Khalil Rountree zu und schrie ihm dann schockierend ins Gesicht, worauf Rountree so reagierte, wie es sich die Fans erhofft hatten. Billy Joe Saunders brachte seinen Sohn zum Weigh-In gegen Willie Monroe mit. Zur Überraschung aller schlug der Junge den Gegner seines Vaters unter die Gürtellinie, aber zum Glück gab es keine Verletzungen. Jason Barrett und Alex Reyes befanden sich in einem sehr intensiven Blickduell. Als Reyes sich entschied, näher an Barretts Gesicht heranzukommen, platzierte er absichtlich einen Kuss auf seinen Lippen, was diesen sehr wütend machte und alle Anwesenden zum Lachen brachte. Dave Allen zieht vor dem Abwägen gegen David Bowe eine Socke aus seiner Boxershorts, um seine Leistengegend größer als gewöhnlich aussehen zu lassen. Sean O'Connell kaufte einen Blumenstrauß für seinen Gegner und überreichte ihn ihm beim Staredown, was ziemlich lustig und herzerwärmend war. Angela Hill posierte als Sagat, eine Figur aus dem Videospiel Street Fighter. Sie ging mit der Augenklappe aufs Ganze, bewegte sich wie in einem Videospiel und ließ schließlich am Ende den berüchtigten Sagat-Schrei los.
Sean O'Connell brachte eine große Pizza mit, die er seinem Gegner Ronnie Marks im Staredown anbieten wollte und Ronnie nahm sie sogar an. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. So wird es auch anderen empfohlen. Ansonsten abonniert uns und bis zum nächsten Mal.